dass das richtig actionreich auch, ups, da fällt mir gleich das Buch runter. Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Leseliste für den Juni 2022. Und mein Want to Read ist mal wieder zweimal, dreimal so hoch, als ich realistisch schaffe zu lesen. Also wie gewohnt, verschiedene Punkte, Unterkategorien auf. Und danach sortiere ich mir dann eben die Bücher aus meinem Subregal raus und stelle ich mir die Leseliste zusammen. Warum mache ich mehr Bücher drauf, als ich realistisch schaffe zu lesen? Einfach deshalb, wenn ich jetzt nur 4 oder 5 Bücher auf die Leseliste packe, würde mir das richtig einengend vorkommen und ich würde automatisch zu anderen Büchern greifen. Und dadurch, dass ich jetzt die Liste absichtlich immer höher habe, habe ich immer so einen kleinen Minisub des Monats. Meine Lieblingsgenre gehen bis Ende des Monats nicht drauf aus. Also weder Fantasy-Jugendbuch noch Romance New Adult bleiben mir eigentlich immer bis zum Schluss Bücher auf der Liste über, woraus ich dann die einzelnen Bücher im Laufe des Monats nach Lust und Laune auswählen kann. Und somit schaffe ich es eigentlich, die Leseliste nach und nach abzuarbeiten und nicht zu irgendwelchen anderen Büchern vom Sub zu greifen. Deswegen, für mich funktioniert das System mega, mega gut. Seit fast einem Jahr mache ich das jetzt schon so. Und deswegen, ja, ist es so entstanden bei mir. Und ich lese euch dann die jeweiligen Kategorien vor und stelle euch dann die Bücher dazu vor. Es sind pro Kategorie nicht immer nur ein Buch, sondern manchmal auch 2 oder 3 Bücher, je nachdem, um welche Kategorie es geht. Und es ist mal wieder eine ganz bunte Mischung geworden, also wirklich richtig interessante Mixtur aus verschiedenen Büchern. Es ist fast 50-50 Fantasy und New Adult Romance, was ich auch toll finde. Ich mag das eigentlich am liebsten, wenn es wirklich so ausgeglichen 50-50 ist, weil im Laufe vom Monat kann es ja sein, dass man eher auf das Genre oder eher auf das Genre Lust hat. Und ja, deswegen ist es bei mir immer recht ausgewogen mit drauf, beide Hauptgenres, sag ich mal, die ich lese. Und es sind auch mal wieder Zeigepremieren in diesem Want-to-Read-Video von Büchern, die erst im Laufe des Aprils bei mir eingezogen sind und die ihr dann im Neuerscheinungsvideo trotzdem natürlich nochmal seht, aber hier zum ersten Mal in diesem Video. Das passiert ja öfter, weil ich natürlich nicht nur ältere Bücher vom Sub, sondern vor allem neu eingezogene auf die Leselisten packe. Erst am Anfang nächster Woche bei mir ein, ist aber fix auf dieser Leseliste drauf, weil das will ich eigentlich gar nicht, da will ich eigentlich gar nicht warten, da freue ich mich so drauf vor. Deswegen wird das dann hier neben mir eingeblendet. Der Rest ist zum Glück schon hier neben mir physikalisch auf einem Bücherturm aufgetürmt und wartet drauf, dass ich sie euch in die Kamera halte. Und viel mehr gibt es eigentlich eh nicht zum Sagen. Ich glaube, das war's grob zu meinem Want to Read und wie es aussieht und wie ich es mir zusammenstelle. Und ich würde sagen, ich starte gleich mal mit, wie gewohnt, der Kategorie los, die ich immer am Anfang des Videos habe, nämlich mein Must-Read des Monats. Und für euch alle, die meine vorigen Want-to-Read-Pläne gesehen haben, ich habe Crush auch diesen Monat noch nicht gelesen von Tracy Wolff, obwohl ich mich mega darauf vorfreue. Trotzdem habe ich jetzt bewusst, absichtlich nicht nochmal Crush auf dieser Leseliste drauf und deswegen auch nicht das Must-Read, sondern ein anderes, bisschen dünneres Must-Read-Buch auf der Juni-Leseliste drauf. Das liegt einfach daran, weil Crush hat nun mal 800 Seiten und irgendwie kam es bis jetzt nicht dazu, dass ich dazu greife, obwohl ich natürlich wahnsinnig gern weiterlesen will. Und deswegen dachte ich, ich setze es jetzt mal im Juni absichtlich aus und es wird sehr wahrscheinlich dann auf die Juli-Leseliste wieder kommen. Denke ich mal, schätze ich mal. Und ja, deswegen gibt es jetzt ein anderes Must-Read für den Juni von mir. Und zwar ist das auch eine der Zeigepremieren in diesem Video. Nämlich, ganz, ganz neu rausgekommen, ist ja der 2. Band von Nights von Lena Kiefer. Ein gnadenloses Schicksal ist der Untertitel. Und ich bin Band 1 ja durchgeflogen. Lena Kiefers Schreibstil ist mega angenehm, schnell, flüssig zu lesen. Es hat mir wirklich sehr gut gefallen, der erste Band. Da geht es um Charlotte und, wie hieß er? Ich glaube Noel. Ja, Charlotte und Noel. Und Charlotte ist eigentlich auf den ersten Blick ein normales Mädel. Sie arbeitet bei ihrem älteren Bruder in einer, in so einer Kneipe, in einer Bar. Und dann trifft sie auf Noel. Und die Dinge überschlagen sich und
ja, zwielichtige Typen sind ihr dann auf der Spur und Noelle hilft ihr dann so zu entkommen und zu fliehen, denn Charlotte war als Kind schon aufgrund ihrer speziellen, ja, wie soll ich das sagen, Abstammung, Fähigkeiten bei den Knights of the Round Table und wurde dort eigentlich als Kind eher schlecht als recht behandelt. Deswegen will sie mit den Knights eigentlich nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt raus, dass Noelle auch einer von den Knights ist und auch die paar anderen Leute, die da so vorkommen. Also es geht um eine, ja, um einen kleinen Squad. Also die Knights sind in verschiedene Gruppierungen aufgeteilt. Das sind nämlich die Erben der Ritter der Tafelrunde und jeder von ihnen hat andere Fähigkeiten, je nachdem wessen Erbe er ist. Ich fand das eigentlich ganz cool umgesetzt, so diese Grundidee fand ich schon mal interessant. Das Ganze spielt aber unter unserer jetzigen Zeit und deswegen geht es da jetzt nicht um Ritter, die mit Schwertern herumkämpfen, sondern es geht darum, dass sie eben magische Fähigkeiten haben und das Ganze ist dann auch mit so einem riesen Computer verbunden, der ihnen gewisse Dinge aufzeigt, die sie kontrollieren sollen. Okay, das spoilerfrei zu erklären, worum es da wirklich geht, ist echt schwierig. Auf jeden Fall, ja, nach einigen Hin und Her gibt es da natürlich eine Liebesgeschichte, die auch Sinn macht. Und hier gibt es zwar eine extreme Insta-Love, die ist aber begründet. Und ich hasse Insta-Love und es hat mich in Band 1 nicht gestört, weil sie eben Sinn macht und auch erklärt wird, warum die so sein kann und so ist. Und ja, es war total rasant, es war wirklich actionreich bis zum Schluss. Also das Buch hat überhaupt keine langsamen Sequenzen gehabt. Das war wirklich Action von der ersten bis zur letzten Seite im Band 1. Am Ende gibt es zwei Cliffhanger, nicht nur einen. Ich fand beide gut gewählt. Den einen habe ich nicht kommen sehen, den anderen schon. Ich fand trotzdem beide passend. Und deswegen freue ich mich mega aufs Lesen hier im Band 2. Und Band 2 ist ja gar nicht so dick, wie ich dachte. Das sind 400 Seiten. Und bei ihrem Schreibstil denke ich, dass ich diese 400 Seiten innerhalb von einem, ja, in einem Wochenende oder so sogar durchrushen kann. Bei Band 1 war es so, ich glaube, den hatte ich auch in 2 Tagen durch. Und ja, deswegen freue ich mich schon drauf, wie es da weitergeht. Ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt nach diesen beiden Cliffhangern, was sie da jetzt weiter geschrieben hat, was sie daraus gemacht hat. Beim Cover, gut, darauf gehe ich dann eher in den Neuzugängen ein. Ich finde das wirklich hässlich. Es sieht aus, als wäre das Cover verschimmelt. Weil die Grünanteile finde ich ja cool, ich liebe ja grüne Cover, aber die Schrift drauf ist ja mit diesen grün-gelblichen Anteilen und beim ersten Band war die einfach stechend weiß auf blauem Hintergrund, das war viel schöner. Ich hätte es besser gefunden, wenn es hier auch so wäre, aber naja, wie gesagt, mehr dazu in den Neuzugängen, denn da rede ich ja eher über Buchaussehen und Cover. Ja, auf jeden Fall ist das mein Must-Read des Monats, ich freue mich da wahnsinnig drauf. Ich glaube, dass das richtig, richtig gut wird, dass das richtig actionreich, auch, ups, da fällt mir gleich das Buch runter, dass das richtig actionreich wird und spannend wird. Und ich bin gespannt, weil die Charaktere, also nicht nur die Hauptstory hat sich überschlagen, sondern auch die Beziehung zwischen den Charakteren hat sich aufgrund von einigen drastischen Wendungen sehr geändert. Und ich bin gespannt, wie die das dann lösen wollen und aufgreifen werden. Also ja, ich freue mich wirklich sehr drauf. Ich glaube, Band 3 kommt dann im Winter noch diesen Jahres. Da gibt es noch kein Erscheinungsdatum, aber ich bin sehr sicher, dass es irgendwann im Winter, November, Dezember kommen wird. Und hoffe, dass da bald, ja, dass da bald veröffentlicht wird. Wann? Weil hier wird sicher auch wieder ein extremer Cliffhanger sein. Lena Kiefer kann das einfach. Das hat sie in den ganzen Büchern, ich habe ja alle Bücher von ihr gelesen tatsächlich, immer wieder bewiesen. Und ich liebe ja Cliffhanger. Ich bin ja keine, die sagt, sondern ich liebe die. Deswegen freue ich mich da sehr drauf und bin sehr gespannt, was uns in diesem zweiten Teil dann erwartet. Und das möchte ich dann auch in der ersten Hälfte vom Juni gleich weglesen, damit ich das Jahr schaffe als Must-Read des Monats. So, die nächste Kategorie ist die Rache des Sub für den Juni. Das die Rache des Sub Video ist ja schon online. Ich verlinke es euch hier oben hinter dem i, da könnt ihr vorbeischauen. Diese Rache des Sub lief ja wieder sehr gut und sehr gnädig mit mir, das kann ich ja sagen. Und das Buch, das es geworden ist, ist Ever, Wann immer du mich berührst von Nicola Hotel. Das ist also jetzt schon seit einem Jahr ungelesen bei mir und es wird Zeit, das zu ändern, weil dieses Buch, ja, das wird wahnsinnig gut. Alle haben es gemocht. Mit den verschiedensten, unterschiedlichen Buchgeschmäckern fanden das wirklich toll oder zumindest sehr gut. Und auch sehr viele Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben wie ich. Deswegen, das wird auf jeden Fall gut. Ich habe von Nicola Hotel erst ein Buch gelesen von ihrer vorigen Reihe. Den zweiten Teil habe ich dann als Hörbuch gehört, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr. Nein, ich habe beide als Hörbuch gehört.
ich komme wirklich durcheinander schon mit den ganzen tollen Autoren. Auf jeden Fall war der Schreibstil sehr gut, es hat mir auch ganz gut gefallen. Ich glaube aber, hier wird noch eine Steigerung sein, das wird noch gefühlvoller und emotionaler werden. Denn hier geht es um Abby, die nach einem schweren Unfall in der Reha-Klinik liegt und keine Fortschritte macht. Sie hat einfach nur vor allem Angst. Sie ist verängstigt, sie ist verloren, sie ist verletzt, sie will eigentlich nur nach Hause, aber dadurch, dass sie keine Fortschritte macht, ist sie eben ewig in dieser Reha-Klinik. Und dann trifft sie auf ihren neuen Physiotherapeuten, der auch noch sehr, sehr jung ist, er ist ein Student, er heißt David Rivers, und mit seiner geduldigen, sanften Art dringt er dann zu ihr durch, trotz wenig Erfahrung. Wann immer er sie berührt, verfliegt dann ihre Angst und sie fühlt sich sicher, doch das ist sie nicht, denn David kennt ein Geheimnis, das ihre ganze Welt zerreißen könnte. Und was das für ein Geheimnis ist, will ich natürlich rausfinden und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Charaktere so sind, wie sich die Dynamik zwischen ihnen dann entwickelt und natürlich hoffe ich, dass Abby dann ja langsam Mut fasst und wieder zu sich selbst findet und Fortschritte macht. Das wird sicher sehr schön sein und ich glaube, man kann sich auch gut in sie dann reinversetzen. Und ja, was sein Geheimnis ist, ich glaube, dass es vielleicht irgendwas mit ihrem Unfall zu tun hat, wie oft in solchen Büchern, aber es ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall, die Rache des Subbücher gingen sich ja die letzten Monate nie bei mir aus, aber bei keinem der bisherigen Bücher hoffe ich so sehr, dass ich es schaffe und dazu greife wie bei dem, weil das war schon aus so vielen Leselisten. Band 2 ist ja bei mir auch schon im Regal und die neue Reihe von Nicola Hotel kommt dann im Winter raus. Deswegen wird es Zeit, dass ich diesen Band zumindest mal den ersten Teil lese. Dann habe ich sicher auch Lust auf den zweiten und die Reihe dann schafft zu beenden, weil ich glaube, ich werde auch den zweiten Teil sehr mögen. Der klingt ja auch mega gut. Aber erstmal geht es um Eva und ja, das wäre schön, wenn ich dazu greife, auch relativ in der ersten Juni-Hälfte, dass sich das auf jeden Fall ausgeht, nicht nur anzulesen, sondern auch dann zu beenden im Juni. So, jetzt sind wir bei der Kategorie Buddy Reads bzw. Leserunden. Und wie eigentlich immer habe ich mir mit meinen Leserundenkolleginnen zwei Bücher einmal auf die Liste gepackt. Ja, vielleicht wären es ja drei, aber zwei sind ja immer so das, was wir zusammen pro Monat lesen möchten. Und es sind auch endlich mal wieder zwei Bücher, die keine 800 Seiten haben. Denn ich kann euch ja schon mal vorteasern, im Juli werden wir nur ein Buch miteinander lesen, weil das knapp 1000 Seiten haben wird und das wird seine Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen finde ich es gut, dass wir im Juni jetzt nach dem fetten Wummern, ich sage nur Terrified Armentrout, Blood and Ash Reihe, die letzten zwei Monate, wo wir wirklich lange pro Buch dran gelesen haben natürlich, jetzt wieder zwei in ganz normaler Durchschnittslänge lesen werden und dass wir die dann schneller durch sind. Und ich freue mich wahnsinnig drauf auf das, was ich euch jetzt mal zeige, nämlich Gladiator's Love von Asuka Leonera aus dem Carlsen Verlag. Mit diesem tollen, schönen Buchschnitt. Ja, da freue ich mich ja schon seit Monaten drauf, weil es geht hier um Gladiatorenkämpfe, aber es geht darum, dass die weibliche Protagonistin Gladiatorin ist. Und das finde ich halt richtig cool, ja, das ist so ein bisschen umgedreht. Sie ist so wahrscheinlich so das Badass-Girl und eher so mehr der Good Guy, aber sowas mag ich ja total. Und es geht auch um Magie. Ich glaube, da vorne steht der Klappentext drin. Genau, sie heißt Irene und als Gladiatorin kämpft sie in der Arena, um die Gunst der Zuschauer zu gewinnen. Und denn nur so kann sie als versklavte Wandtür, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Also ihre Kräfte sind versiegelt. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan, bereit sogar ihr eigenes Leben zu opfern. Aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz in Stolpern. Also ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Der Klappentext klingt ja sehr allgemein gehalten. Wenn es nicht Asuka Leonera wäre, hätte ich mir das nicht sofort damals bestellt, aber ich mag ihre Geschichten, ihre Ideen und ihren Schreibstil ganz gern. Das ist ein Einzelband, das ist ja auch mal toll. Bei allen Reihen, die ich lese, und ich liebe ja Buchreihen grundsätzlich ja total, aber zwischendurch mal so ein Einzelband, wo man dann das endgültige Ende gleich am Ende des Buchs auch hat, ist zwischen auch mal nicht schlecht.
Und ich bin sehr gespannt, in welche Welt sie uns hier entführen wird und wie das Buch dann eben so ausgeht. Ich hoffe, die Liebesgeschichte wird auch toll, dass es so ein rundum Asuka Leonera Romantasy-Paket wird. Ich bin wirklich sehr gespannt und freue mich da wirklich aufs Lesen. Und das Buch hat ja auch nur so, ja, so 430 Seiten circa. Das heißt, das ist sowas, dass wir dann auch trotz unserer Leseabschnitte ja in einer Woche oder so durch sein werden. Und ja, das wurde ja auch einmal nach hinten verschoben, weil die Auflage zu klein war, die erste mit dem Buchschnitt. Und dann hat der Carlsen Verlag das verdoppelt und einen Monat später erst das Print rausgebracht. Also das ist jetzt schon länger als E-Book und als Hörbuch draußen. Ich und meine Leserundenkolleginnen haben gewartet auf das Print, jetzt haben wir es und jetzt wird es eben Zeit, das gemeinsam zu lesen. Endlich, nach langer Verschieberei. Und das zweite Buch, das wir gemeinsam in der Leserunde lesen möchten im Juni, ist eines aus dem Lumpenlight Verlag, was einen sehr mysteriösen Klappentext hat. Und ich hoffe, das Buch wird richtig, richtig gut und toll werden. Nämlich Fate and Fire von Ivy League. Da kommt Band 2 dann im Winter. Das heißt, es ist eh gut, dass wir das jetzt schon lesen und dann up to date sind für Band 2, wenn der dann kommt. Der Klappentext hier ist sehr mysteriös und ich habe absichtlich zu diesem Buch keine Rezensionen durchgelesen, weil manche spoilern ja in Rezensionen auch manchmal unbewusst und man erfährt hier im Klappentext nicht, was er für Kräfte hat, der männliche Protagonist, was er hier für ein Wesen ist, und das möchte ich beim Lesen erst rausfinden. Es geht nämlich um Emma. Und der neue Mitschüler von ihr ist schlimmer als jedes Klischee ihrer heißgeliebten Fantasy-Romane. Mark sieht unverschämt gut aus, seine Aura strotzt nur so vor Geheimnissen und seinem Charme kann niemand widerstehen, auch Emma nicht. Genau aus diesem Grund hat sie so gar keine Lust auf ihn und das ganze Drama, das sein Auftauchen mit sich bringt, bis plötzlich am helllichten Tag Nordlichter gesichtet werden und Emma sich fragen muss, ob Mark tiefer mit einer alten Legende verbunden ist, als ihr lieb ist. Ich bin also gespannt, um welche Legende es geht, und ich liebe ja Nordlichter. Das heißt, wenn Nordlichter in Büchern vorkommen, bin ich schon mal Feuer und Flamme und will das lesen. Ich bin da sehr einfach gestrickt. Also Nordlichter liebe ich ja sehr und wäre auch ein großer Wunsch von mir, irgendwann mal im realen Leben Nordlichter zu sehen. Im Norden oben, also in Skandinavien. Also wäre so eins meiner Lebenshighlights, muss ich fast sagen. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die Liebesgeschichte, aber natürlich auch darauf, eben was er für Kräfte hat, in was Emma da verwickelt wird, was die Story hergibt, weil normalerweise mag ich ja keine Klappentexte, die so allgemein gehalten sind, aber bei diesem Buch, glaube ich, ist das Absicht, das macht den Charme dieses Buchs so ein bisschen aus, dass man dann beim Lesen erst so draufkommt und dahinter kommt und mit Emma gemeinsam miträtseln kann, was da eigentlich abgeht. Und ich glaube, dass das genau deswegen auch für die Leserunde richtig lustig wird, denn wir lieben es sowieso zu spekulieren und zu rätseln in den Büchern, die wir gemeinsam lesen, und gerade bei sowas werden wir wahrscheinlich hoffentlich auf falsche Fährten geführt werden und dann miteinander ewig lang im Kreis diskutieren und dann kommt es doch ganz anders. Also das hoffe ich wirklich sehr, dass da nicht alles auf den ersten Blick erkennbar ist, sondern dass man da eben so ein bisschen mysteriös rätseln kann. Und ja, ich bin gespannt auf den Schreibstil. Ich glaube, es ist das erste Buch der Autorin. Ich gebe ja immer neuen Autoren so, so gerne Chancen. Ich entdecke gerne neue Schreibstile und ich finde, junge, neue Autoren haben doch immer neuartigere Ideen, die sie in den Büchern verbauen oft. Und da bin ich ja immer dafür zu haben. Also ja, ich freue mich wirklich sehr darauf und halt mich weiter, bis ich selber gelesen habe, von Rezensionen fern, dass ich ja keinen Spoiler erwische. Wir kommen zur nächsten Kategorie und die ist Bücher von meinem Sommersub. Und ich habe mir 3 Bücher auf die Leseliste gepackt, gleich mal, voll motiviert, dass ich zumindest eines dieser 3 im Juni dann auch schaffe und zur Hand nehme. Ich habe ja am Sommersub, das Video verlinke ich euch auch hier oben, das ist ja auch schon online und up to date bis Ende August, also schaut da gern rein. Da seht ihr nämlich einige der Bücher, die ich bis Ende August, also innerhalb der nächsten 3 Monate gelesen haben will. Und es waren insgesamt 9 Bücher, das sind dann 3 pro Monat und deswegen dachte ich mir, ja, ich lege mir auch gleich 3 vom Sommersub auf die Juni-Leseliste drauf, weil Juli und August kommt ziemlich viel raus, dass ich dann zeitnah lesen will und deswegen dachte ich, 3 gleich mal jetzt im ersten Monat, diese 3 Monate im Juni, ist nicht verkehrt. Und ich habe mir auch absichtlich
welche draufgelegt, wo zwei davon auf mehreren Leselisten schon übergeblieben sind und eines davon recht dünn ist für ein Fantasy-Buch, nämlich A River of Royal Blood von Amanda Joy, der erste Band Rivalinnen. Ihr seht ja, das Buch ist wirklich für so ein Fantasy-Buch mega dünn. Ich habe dazu, das hat unter 400 Seiten, ich habe dazu schon gemischte Meinungen gehört. Sehr viele sagen, das liest sich eher wie eine lange Einleitung. Es passiert erst gegen Ende viel und davor eher wenig. Davor habe ich schon sehr Angst, denn ich hasse es ja, wenn es langatmig und langweilig in Büchern wird. Und wenn solche Bücher als Dialogien verkauft werden, die man als ein 500, 600 Seiten Buch, als ein Buch verkaufen könnte, da bin ich nicht immer so der größte Freund davon. Aber naja, jetzt ist es da, weil die Grundhandlung, der Klappentext, klingt so made for me, dass ich einfach die Hoffnung habe, dass das genau meinen Geschmack treffen kann und wird. Es geht nämlich um Isa und um Eva. Sie waren früher alles füreinander, beste Freundinnen, Beschützerinnen, sie gingen durch dick und dünn, sie sind zwei Schwestern. Allerdings sind die beiden jetzt nur noch eines füreinander, nämlich Rivalinnen, denn in ihrer Heimat müssen alle zukünftigen Königinnen sich den Weg auf den Thron erkämpfen. Während Isa Licht und Gedanken manipulieren kann, fürchtet Eva sich vor ihrer Blut- und Knochenmagie. Und wenn sie überleben will, muss sie ihre Angst hinter sich lassen und die Liebe zu ihrer Schwester. Und ja, also wenn das jetzt nicht nach mir schreit, was dann? Ich liebe es ja, wenn Charaktere, die sich sehr nahe stehen, dann an gegengesetzten Seiten miteinander kämpfen und zu diesem moralischen Aspekt haben, sich selbst aufgeben oder den anderen niedermetzeln, jetzt grob ausgedrückt. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und dass sie hier Licht und Gedanken manipulieren kann und die andere Blut- und Knochenmagie hat, sind auch beides Magiearten, von denen ich gerne lese, die ich in Büchern schon hatte. Selten hatte, aber wenn sie in Büchern vorkamen, immer mochte. Und ich glaube, dass das sehr spannend werden kann, eben vor allem wegen dem moralischen Aspekt. Und ich bin natürlich auch gespannt auf dieses, auf diesen Kampf an sich. Ist das eine Art Turnier oder wie schaut das Ganze dann aus? Das wird wahrscheinlich ein Turnierspektakel sein, wo sie dann auf Leben und Tod kämpfen müssen. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen und dann erst in Band 2, wenn ich Pech habe. Aber ja, es, wie gesagt, es hat unter 400 Seiten. Die Schrift ist jetzt auch nicht so klein. Ich hoffe, dass ich das wirklich schnell durch bin. Ich hoffe, der Schreibstil wird gut. Ich kenne ja von Amanda Joy noch nichts. Und wann Band 2 rauskommt, ist ja auch noch nicht veröffentlicht. Aber auf Englisch ist er schon draußen. Also hoffe ich, wenn mir das hier gefällt, dass Band 2 dann auch bald kommt. Also ja. Ich hoffe aufs Beste, ich sag's mal so und bin sehr gespannt, was mich dann hier für eine Geschichte erwarten wird. So, jetzt ein Buch, das mir schon peinlich ist, in die Kamera zu halten, das war schon auf mehreren Leselisten drauf. Es ist eine meiner Lieblingsautorinnen und ging sich nie aus. Ja, so ist das halt manchmal mit langen Leselisten, da bleibt halt immer wieder was über. Nämlich das letzt veröffentlichte Buch von Emma Scott ist noch immer ungelesen bei mir. Someday, Someday aus der Love, ich vergesse immer den Namen, ne? Only Love Reihe. Und ja, die neue Reihe von Emma Scott kommt dann im Juli oder im August, also der erste Band, wo ich mich mega drauf freue. Und deswegen muss das hier gelesen werden, denn hier geht es um Max. Und den kennen wir schon so ein bisschen aus Band 2. Und er hat auch schon ein raues Leben auf der Straße hinter sich, hat aber geschafft, nach langem Hin und Her von der Straße wegzukommen, ein neues Leben sich aufzubauen und bekommt dann einen Job als Pfleger für den Pharma-Mogul Edward Marsh. Und Max hat nicht mit dem Netz aus Geheimnissen gerechnet, das die Familie Marsh umgibt. Und auch mit Silas Marsh, dem Erben des Pharma-Imperiums, hat er überhaupt nicht gerechnet. Und er ist so kalt wie Eis. Aber Max sieht den Schmerz und den Selbsthass in seinen Augen, sieht, wie er sich verzweifelt gegen die Gefühle wehrt, zwischen ihnen aufkeimen. Doch nur wenn Silas zu seinem wahren Selbst steht, hat ihre Liebe eine Chance. Es ist also eine Gay-Romance-Geschichte und es ist die erste Gay-Romance, die Emma Scott geschrieben hat. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie das umgesetzt hat. Wie gesagt, Max war mir mega sympathisch in Band 2 schon, wirklich. Er war wirklich ein toller Charakter und deswegen freue ich mich umso mehr auf das. Ich werde das Buch bestimmt durchfliegen, wie alle Bücher von Emma Scott. Das wird auch in so 2-3 Tagen, wird das wahrscheinlich, wenn ich genug Lesezeit und Leselust habe,
durchgeflogen sein von mir, keine Frage, aber ich müsste halt mal danach greifen. Deswegen jetzt hier auf der Leseliste Juni, dass ich das endlich mal angehe, die Reihe beenden kann und mich auf die neue Reihe von ihr vorfreuen kann. Die wird dann übrigens 4 Teile haben, wo ich mich mega freue, dass das nicht 3, sondern sogar 4 werden. Und ja, es hat natürlich Triggerwarnungen. Emma Scott Bücher sind ja immer sehr emotional und tiefgehend mit ernsten Thematiken verbunden. Und ja, das wird richtig, richtig toll. Ich habe es wirklich im Gefühl, dass ich das schnell durch bin und dass ich das auch wieder lieben werde. Also ja, 5 Sterne Vorhersage. Und das dritte Buch vom Sommer, Sup ist 1, das auch schon jetzt auf 2-3 Leselisten drauf war. Ich habe es sogar schon angelesen, bin aber auf Seite 8. Also nicht der Rede wert, ja. Und ich will das jetzt endlich schaffen, denn Band 2 kommt Ende Juni raus. Und deswegen auch jetzt hier gleich, gar nicht gewartet auf Juli oder August, sondern gleich in den Juni jetzt in die Liste gepackt, dass ich das endlich mal zur Hand nehme und lese, weil ich glaube, ich werde das lieben. Nämlich Two Sides of the Dark, Verliere nicht dein Herz, es könnte dich das Leben kosten, von Alexandra Flint aus dem Planet Verlag, der erste Teil der Emmerdale-Dilogie. Und das klingt hier sehr dystopisch und ich stehe ja total auf Dystopien, ne? Also das ist ja, es klingt made for me, das Buch. Es geht um Taylor und sie trifft in Los Angeles auf Jo und sie fühlen sich gleich voneinander angezogen. Jo, der ist ein gescheiterter Schauspieler, der bei einem Unfall ein Bein verloren hat und Taylor ist aufgewachsen in Emmerdale, einem auf Genmanipulation spezialisierten Forschungslabor und ist auch auf der Flucht davon. Beide wollen die Vergangenheit hinter sich lassen und ein neues Leben beginnen, doch je näher sich Taylor und Jo kommen, desto größer wird auch die Gefahr. Weil Emmerdale ist Taylor dicht auf den Fersen und sie will nicht nur sie vernichten, sondern auch alle, die ihr nahestehen und die sie liebt. Warum, weshalb, wieso, müssen wir selber lesen. Ich bin mega gespannt auf dieses Forschungslabor. Wie groß sind die? Wie mächtig sind die? Wie einflussreich? Warum jagen sie sie und wollen sie vernichten? Also hier steht nicht töten, sondern vernichten. Ich bin mal gespannt, inwiefern, warum sie dort aufgewachsen ist. Welche speziellen Fähigkeiten sie hat, wenn sie genmanipuliert wahrscheinlich selbst ist, nehme ich mal stark an. Und ja, ich bin auch auf die Liebesgeschichte gespannt und soweit ich weiß, wird das wohl eine Art Roadtrip-Geschichte werden und das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe, weil ich ja keine Roadtrip-Geschichten mag. Aber ich glaube, wenn das in so einem dystopischen Setting ist und so mysteriös auch ist, dass es mich trotzdem überzeugen wird und ich freue mich wirklich sehr drauf. Und ich glaube, auch dieses Buch ist schnell durchgelesen. Also ich wirklich, ich habe so das Gefühl, dass man das auch durchfliegen kann und ja, ich müsste so eigentlich mal zur Hand nehmen, beziehungsweise nicht nach 8 Seiten zuklappen und ein anderes Buch nehmen. The struggle is real. So viele Bücher, so wenig Zeit. Aber naja, trotzdem freue ich mich vor. Naja, das hat immerhin 470 Seiten, also knapp 500. Also ist doch ein bisschen dicker. Aber ich liebe dicke Bücher, deswegen, das stört mich ja nicht. Aber ja, das muss endlich geschafft werden, oder? Also ich will euch da wirklich zeitnah endlich mal die Meinung dazu sagen, ob das ein dystopisches Buch ist, in welche Richtung das genauer geht, ob das gut ist. Und wie gesagt, Ende Juni kommt ja Band 2 raus. Und eigentlich wollte ich diesen Teil gelesen haben, bevor ich Band 2 mir zulege, weil sicher ist sicher, ne? Ich kenne ja auch den Schreibstil der Tora noch nicht. Und deswegen ist das eigentlich Pflichtprogramm. So, die nächste Kategorie ist Reihenstart. Und auch das ist eine Zeigepremiere in diesem Video. Das ist das zweite jetzt. Das ist nämlich erst gestern, ja, bei mir eingezogen, druckfrisch. Das ist ja erst jetzt erschienen auch aus dem Lux Verlag. Und es ist ein Buch, über das alle, die es Englisch gelesen haben, schwärmen noch und nöcher. Es lieben, es vergöttern. nicht nur dieses Buch, sondern das wird eine Trilogie, also das ist eben ein Reihenstart, deswegen auch in der Kategorie natürlich, nämlich A Touch of Darkness von Scarlett St. Clair. Ach, ich liebe das Cover ja einfach. Ich finde das wirklich wunderschön gelungen. Es ist nämlich dem Englischen sehr ähnlich, wurde aber so ein bisschen abgeändert und ich finde das Deutsche fast schöner. Kommt ja auch mal vor. Gerade beim Lux Verlag.
Und das ist eine Hades-Persephone-Geschichte, es ist Romantasy. Und ich finde es so toll, dass der Lux Verlag jetzt immer mehr Romantasy-Geschichten, die im Englischen gehypt werden, aufkauft und übersetzt und mit tollen Covern rausbringt. So sehr ich New Adult und Romance ja liebe und regelmäßig lese, finde ich es auch schön, wenn die ein bisschen mehr Fantasy mit reinbringen. Und ja, die Autorin ist mega sympathisch. Ich war damals im Herbst beim Livestream mit dabei und die war mir so sympathisch. Also mir sind eigentlich immer alle Autorinnen voll sympathisch, ja. Aber bei ihr war es wirklich ganz, ganz besonders. Die war so herzlich und nett und ja, die ist auch so ein bisschen esoterisch angehaucht. Das gefällt mir total. Und ja, jetzt bin ich noch mehr gespannt auf diese Geschichte. Das Einzige, was ich schon gehört habe, ist, dass das nicht in der Ich-Perspektive, sondern in der dritten Person geschrieben ist. Und ich lese ja mittlerweile viel lieber aus der Ich-Perspektive. Aber man kann halt nicht alles haben und es soll trotzdem mega, mega toll sein. Und ich vertraue da wirklich auf alle auf Bookstagram und Booktube, die das schon gelesen haben und 5 Sterne vergeben haben und meinen, das ist ein Must-Read. Wie gesagt, es geht um griechische Mythologie, nämlich um Persephone, die Göttin des Frühlings ist, doch ihre Magie hat sich bis heute nicht gezeigt. Und sie wählt daher den Weg einer Sterblichen, zieht für ihr Studium nach New Athens und hat endlich das Gefühl, in ihrem neuen Leben angekommen zu sein. Aber auf einer Party im Nevernight, dem angesagtesten Club der Stadt, begegnet sie dem geheimnisvollen Hades und verliert eine Wette gegen ihn. Ohne es zu wissen, hat sie einen schier unerfüllbaren Vertrag mit dem Gott der Unterwelt geschlossen. Sie muss Leben in seinem Reich erschaffen oder sie verliert ihre Freiheit für immer. Dabei steht sogar noch weit mehr auf dem Spiel, denn Hades hat längst auch von ihrem Herz Besitz ergriffen. Also das wird so eine Art Enemies to Lovers Geschichte werden und dass er sie dann ja mit diesem Pakt unter Kontrolle hat und ich glaube, das wird richtig toll. Das wird richtig toll und ich will das am liebsten sofort beginnen. Aber jetzt ist ja noch nicht Juni, ein paar Tage sind es ja noch. Der zweite Teil kommt dann im September und der dritte im Jänner. Also das ist ja eigentlich gar nicht so lang, die Abstände. Finde ich toll. Und ja, ich freue mich mega drauf. Es gibt dazu eine Spin-Off-Reihe und ich habe bei ihr gesehen auf Instagram, also bei der Autorin, dass man eigentlich den ersten Teil des Spin-Offs, glaube ich, nach Band 1 und nach Band 2 lesen soll. Und der Lux Verlag bringt aber jetzt erstmal diese 3 Teile raus. Und ich hoffe nicht, dass das dann zu krasse Spoiler sind, falls das Spin-Off hoffentlich, wenn es gut ist, auch auf Deutsch rauskommt. Dann wäre das nämlich blöd, wenn das in so einer Reihenfolge rauskommt. Aber naja, mal sehen. Auf jeden Fall bin ich mal sehr gespannt, was ich dazu sage, wie ich das so finde, ob ich auf den Hype-Train mit aufspringen kann oder nicht. Ich denke aber stark ja. Die nächste Kategorie ist Reihenfortsetzung und das ist ein Buch, das erst Anfang nächster Woche bei mir ankommen wird. Deswegen muss ich es euch hier neben mir einblenden. Und zwar, wen wundert das eigentlich? Der zweite Band der Dunbridge Akademie von Sarah Sprinz aus dem Lux Verlag. So, da war die Speicherkarte voll. Also ja, die Dunbridge Akademie 2, der zweite Teil. Und ich hatte beim ersten Band zwar einige Abzugspunkte, habe trotzdem 4 Sterne vergeben. Ich fand vor allem den Flair von der Dunbridge Akademie, also diese Internatsflair, cool dargestellt. Ich mochte, dass die Schüler sich da ja rausschleichen, geheime Partys auch veranstalten und ja, das hat mir einfach gefallen, so diese Mixtur. Allerdings habe ich mit beiden Charakteren nicht komplett mich identifizieren können. Und ich glaube, in Band 2 würde mir das besser gefallen, weil wir kennen schon beide Charaktere aus Band 2. Und das wären halt eher so lustigere und quirligere Persönlichkeiten sein und ein bisschen, ich sag mal, abgedreht. Also vor allem die weibliche Protagonistin. Und das wird eine Friends-to-Lovers-Geschichte. Was ich, wenn es gut geschrieben ist, ja auch sehr, sehr gern mag. Und ja, ich freue mich richtig sehr, sehr, sehr arg drauf. Und deswegen dachte ich mir, ich warte da gar nicht. Ich lege das gar nicht irgendwann später erst auf die Leselisten, sondern das kommt gleich mit in den Juni rein. Und bin ja voller Vorfreude drauf. Und ich glaube, dass auch dieses Buch schnell zu lesen sein wird, wie Band 1. Sarah Sprinz Schreibstil ist ja eigentlich wirklich flüssig. Man fliegt da durch. Sie bringt halt immer
für mich persönlich zu viel Plot-Twist-Drama in die letzten 100, 150 Seiten noch rein. Das war in der What-If-Reihe irgendwie immer so in allen drei Teilen und in Band 1 von Dunbridge auch. Deswegen, ja, würde es mich nicht überraschen, wenn mich das in Band 2 auch so ein bisschen stört. Aber mal sehen, wie es dann letztendlich wird. Die Charaktere geben auf jeden Fall das Gefühl, dass es mein Lieblingsband der Reihe werden wird. Weil bei Band 3 kennt man ja auch schon den Klappentext und die Protagonistin. Und ich glaube, Band 2 könnte so mein Favorit werden. Ich bin gespannt. Die nächste Kategorie ist ein Buch, weil von der Autorin neue Bücher bereits erscheinen. Eines ist schon erschienen, also ich habe zwei ungelesen von ihr am Sub. Das dritte kommt Ende Juni. Das heißt, ich muss ranhalten, weil es auch noch einer meiner Lieblingsautorinnen ist mittlerweile. Nach drei gelesenen Büchern kann ich das jetzt sagen. Es geht um Amy Harmon und um das Buch All the Colors of My Dreams. Auch da ist schon ein Lesezeichen drin. Ich habe bis Seite 27 geschafft, und habe es dann weggelegt wegen anderen Büchern. Mir hat aber der Einstieg gleich gut gefallen. Ihr Schreibstil ist wie immer ganz toll. Sie schreibt ja, ich glaube, das ist auch nicht in der Ich-Perspektive. Oh ja, genau, das war's nämlich. Ihre anderen drei Bücher, die ich gelesen habe, die waren aus der Erzählperspektive. Und das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und da war ich ja so Feuer und Flamme, weil ich das einfach generell lieber lese. Und trotzdem habe ich es dann weggelegt. Ja, jetzt wird es endlich Zeit, dass ich das schaffe, weil das andere, All the Songs of My Soul, ist ja auch noch am Sub und eben das nächste erscheint Ende Juni. Und ja, ich dachte mir, ich lege nicht beide auf die Juni-Leseliste gleich drauf. Ich will auch nicht Amy Harmon Bücher, die so toll und emotional sind, hintereinander gleich wegsuchten. Aber zumindest dieses hier mal im Juni, vielleicht das nächste dann im Juli oder so, das wäre eigentlich ganz cool. Und hier geht es um was sehr Interessantes. Nämlich geht es um Georgia und alle warnen sie vor Moses. Er wäre angeblich gefährlich, er ist ein geheimnisvoller Junge, dessen Geschichte jeder kennt. Doch Moses ist auch aufregend, faszinierend und wunderschön. Als er in das Haus nebenan einzieht, kann Georgia ihn nicht ignorieren, selbst wenn sie es noch so sehr versucht. Noch nie hat jemand solche Gefühle in ihr hervorgerufen und obwohl sie spürt, dass sie mit dem Feuer spielt, lässt Georgia sich auf Moses ein. Ich bin also wirklich gespannt auf vor allem Moses und seine Persönlichkeit, auf seine Geschichte, die wohl jeder im Umkreis kennt. Und ich habe mich leider bei Rezensionen gespoilert, was Moses so hat. Also ich sage jetzt nichts weiter dazu, ich will euch ja nicht spoilern, aber es wird etwas sein, das mich sehr, sehr interessiert und das hoffentlich von Amy Harmon gut ausgearbeitet wurde. Denn ich denke, dass das ein wirklich tolles, gutes, emotionales Buch werden wird. Ich bin gespannt auf die Liebesgeschichte. Ich bin natürlich auch gespannt auf Georgia, was sie so für eine Persönlichkeit ist. Und ja, ich freue mich einfach drauf. Ich liebe die Amy Harmon Bücher einfach, weil ihre Bücher sind immer so speziell, so anders, so eigen, gefühlvoll, mit echten, dreidimensionalen Charakteren. Und das schaffen irgendwie nicht viele Autoren, dass sie das so gut rüberbringen wie Amy Harmon. Und deswegen denke ich, dass auch in diesem Buch es so sein wird, dass ich da Feuer und Flamme bin, dass ich da ja absolut in Love sein werde. Und wie gesagt, diesen Spoiler, den ich da jetzt leider schon erfahren habe, ist wenigstens etwas, wo ich sage, wow, das macht mir noch mehr Lust auf die Geschichte. Es gibt ja Spoiler, wo man sagt, okay, das hat es mir jetzt versaut, aber bei dem Spoiler weiß ich, das wird in die Tiefe gehen und wird wohl eher auch, ja, wie soll ich das sagen, gefühlvoll, aber auch düsterer sein an manchen Stellen und da freue ich mich sehr drauf. Also wie bei allen Büchern in diesem Video, sage ich auch bei diesem, ich hoffe, dass sich das ausgeht. Es soll sich wirklich ausgehen, weil ich will eigentlich nicht drei Amy Harmon Bücher ungelesen lang im Regal haben. Es ist immer toll von Lieblingsautoren noch was über zu haben, dass man jederzeit dazu greifen kann, dass man nicht up-to-date ist, wie zum Beispiel bei Brittany C. Cherry bin ich immer up-to-date und das ist dann immer schade eigentlich, wenn ich das dann sofort, wenn es erscheint, lese und dann muss ich wieder ein halbes Jahr warten, aber ist halt so. Aber da finde ich es auch ganz cool, so ein bisschen so ein Polster von ungelesenen Büchern von Lieblingsautoren zu haben, aber es sollte sich auch nicht anstauen, weil jetzt ist ja schon lange her, das letzte war, was ich gelesen habe von ihr, Different Blue, und das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, also wird es wieder Zeit für Amy Harmon Nachschub. Nächste Kategorie hatte ich auch auf der vorigen Leseliste drauf, weil ich weiterhin so Lust habe auf diese Thematik und hoffe, dass in dem Bereich mehr Bücher erscheinen in Zukunft. Nämlich ein Buch über YouTuber bzw. Influencer.
Ich habe weiterhin Lust auf diese Geschichten. Ich finde, die Thematik ist so vielseitig. Es kommt immer darauf an, was dieser YouTuber so für Videos macht, welche Themen der behandelt. Und deswegen kann man da so verschiedene Grundthematiken und auch verschiedene Charaktere in die Geschichten einbauen. Und das macht es halt spannend. Und ja, ich habe noch ein Buch am Sub über YouTuber, nämlich The Colors of Your Soul von Kim Leopold aus dem Piper Verlag. Und ich bin da ja absolut gehypt drauf. Ich höre dazu auch nur Gutes. Ja, also das hat wirklich sehr gute Bewertungen. Und Band 2 ist ja jetzt schon erschienen. Deswegen wird es ja sowieso Zeit, das zu lesen, dass ich der Reihe hinterherkomme. Die erscheinen nämlich im Zwei-Monatstakt, was ich echt toll finde. Ich mag das ja immer gerade bei Romance sehr gern, wenn die so alle 2, 3 Monate rauskommen, die Bücher. Und ja, ich will aber da gar nicht hinterherhinken, bis alle 3 erschienen sind, sondern will diesen ersten jetzt endlich schaffen. Denn hier geht es um Holly. Sie ist eine Do-it-yourself-YouTuberin. Sie liebt es bunt, sie liebt basteln, sie liebt bunte, schillernde Deko. Und ja, ihre Wohnung in L.A. ist voller selbstgemachter Möbel und Deko. Und der Vlogger Pex hingegen beschränkt sich auf das Wesentliche. Er reist mit seinem Van durch Kalifornien und sucht die Stille der Natur. In seinen Videos zeigt er seinen minimalistischen Lebensstil und im glitzernden Schein der sozialen Medien geben beide vor, glücklich zu sein. Doch in der Realität wartet die Einsamkeit auf beide. Als sie für eine Challenge ihren Alltag tauschen, haben sie mit einer Herausforderung nicht gerechnet: ihren wachsenden Gefühlen füreinander. Doch Holly hat nicht ohne Grund Mauern um ihr Herz errichtet, kann Pexi Stein für Stein einreißen. Ich bin vor allem auf Pex und seinen Lebensstil gespannt, denn ich schaue selber sehr, sehr gerne solche Wildlife Bushcraft-YouTuber an und ich hoffe, dass das in diese Richtung geht, dass er mit seinem Van da im Van lebt und ganz viel in der Natur ist und da draußen auch vloggt und filmt. Das könnte voll was für mich sein. Ich hoffe, es ist gut umgesetzt. Und ich hoffe, dass er nicht so hipstermäßig ist, sondern dass er schon so ein Bushcraft-Typ ist. Das würde ich echt cool finden. Und ja, dass sie da Do-it-yourself-Sachen macht mit Basteln und so weiter, finde ich auch richtig toll. Und ich bin gespannt, wie das dann aussieht, dass sie ihre Leben tauschen. Weil irgendwie muss es ja dazu kommen, dass beide auch Zeit miteinander verbringen, dass sie sich verlieben können. Also denke ich mal, dass sie dann gemeinsam in der Natur vielleicht unterwegs sind. Das fände ich schön. Und dass vielleicht auch dazwischen so ein paar Chatverläufe sind. Das mag ich eigentlich bei solchen neumodischen Social Media Stories, sage ich mal, wo sowas auch Thema ist, sehr gern zwischendurch. Sieht aber, wenn ich das so durchblätter, nicht danach aus. Also ich glaube, die werden schon im Real Life ganz viel Zeit miteinander verbringen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Und wie gesagt, die Thematik YouTuber, Influencer und Co. spricht mich mega in Büchern an. Ich weiß nicht, was es ist, was mich daran so fasziniert momentan oder interessiert, aber warum denn nicht, ne? Also ich mag ja immer neue Themen, gerade bei Romance. Und es ist schade, dass es eigentlich zu YouTubern noch kaum Bücher im New Adult-Bereich gibt. Aber durch solche Bücher wie dieses hier, was ja gute Bewertungen auch erhalten hat, mittlerweile, könnte es ja sein, dass mehr in die Richtung rauskommt und dass sich andere Autoren auch so ein bisschen inspirieren lassen, würde ich cool finden, weil, ja, es kann sich jederzeit mein Geschmack auch ändern, aber aktuell habe ich richtig, richtig Lust darauf. Und es kommt ja Ende Juni, kommt dann ein Buch über Reality-TV-Stars raus. Auch das spricht mich sehr an. Also so Personen aus den öffentlichen Medien, solche Stories finde ich eigentlich ganz cool. Im Gegensatz zu Rockstar-Liebesgeschichten, die mich eher so, naja, da bin ich eher skeptisch, aber auf solche Sachen habe ich richtig Lust. Und deswegen, ja, werde ich sehr sicher bald zu dem Buch da greifen. Wie viele Seiten hatten das? Ja, das hat knapp 400, also auch da ist jetzt nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Ich liebe 400 Seiten Romance. Das ist einfach die perfekte Seitenlänge, finde ich. Dass viel passiert, dass die Charaktere gut ausgearbeitet sind, dass die Beziehung sich gut entwickeln kann und es trotzdem nicht langatmig ist, finde ich. Also ja, The Colors of Your Soul, auch auf der Leseliste Juni. Und die letzte Kategorie für dieses Video, die letzte Kategorie für die Leseliste Juni ist, wie immer, ein Buch von einem vorigen Want to Read, das ich nicht geschafft habe. Und es sind ja wie immer mehrere übergeblieben. Und am Anfang des Videos habe ich euch ja gesagt, dass ich absichtlich nicht nochmal Crush auf diese Leseliste gesetzt habe. Verschoben ist aber nicht aufgehoben. Ich will natürlich Crush bald lesen.
aber ich habe es jetzt absichtlich im Juni mal weggelassen, weil sich zwei Leselisten lang nicht ausging und es wird wahrscheinlich wieder im Juli auf meine Liste kommen, spätestens August, weil da habe ich Urlaub. Aber ich habe jetzt ein Buch draufgelegt von einer meiner Lieblingsautorinnen, das sich leider aufgrund der Menge an Büchern jetzt nicht mehr ausging im Mai und wir haben heute schon den, was ist heute, der 29., also das werde ich nicht mal mehr anlesen. Und ich will es aber unbedingt zeitnah lesen. Sie schreibt bis jetzt immer Einzelbände. Nein, das stimmt nicht. Ihre erste Reihe hing im weitesten Sinn zusammen. Vergesst das wieder. Auf jeden Fall, die letzten drei Bücher waren immer Einzelbände. Und sie baut immer ganz, ganz tolle realistische Charaktere in die Geschichten ein. Tolle, neuartige, moderne Themen, die man nicht schon 100-mal rauf und runter geleiert hatte in 100.000 Büchern. Und das finde ich so, so toll. Ihren Schreibstil finde ich auch ganz klasse. Also ich bin richtiger Fan von Morgan Moncomble. Und zwar geht es ums Buch Bet on You. Das möchte ich erneut im Juni jetzt eben auf die Leseliste packen und hoffentlich diesmal schaffen. Denn hier geht es um Glücksspiel, Casinos und eine Poker-Weltmeisterschaft. Also wieder ein Thema, das man eben, also ich persönlich habe noch nie über Casino-Flair, Glücksspiel und Pokern in einem Romance-Buch gelesen. Noch kein einziges Mal. Deswegen ja, freue ich mich sehr drauf. Sie wird das sicher realistisch rüberbringen, die Atmosphäre gut einfangen können. Und ich bin auch gespannt auf diese beiden Hauptprotagonisten. Es geht nämlich um Levi und die attraktive Rose. Und die beiden lernen sich kennen und Levi ist sofort von ihr fasziniert. Von ihrer Schönheit, ihrem Selbstbewusstsein, aber vor allem von ihrer Begabung fürs Pokern. Und obwohl Levi professioneller Spieler ist, zieht sie ihn eiskalt über den Tisch und er macht ihr dann ein Angebot. Sie soll ihm als seine Geheimwaffe dabei helfen, die Pokerweltmeisterschaft zu gewinnen und damit endlich seinen Erzfeind Tito Ferragni zu besiegen. Da Rose dringend Geld benötigt, willigt sie ein. Zwischen den beiden knistert es dann schon bald gewaltig, aber weder Rose noch Levi spielen mit offenen Karten. Und eher er sich sieht, ist Levis Einsatz weitaus höher als erwartet, nämlich sein Herz. Ich bin also gespannt, was beide voneinander verbergen, was sie für Geheimnisse haben, aber vor allem bin ich auf diese Meisterschaft und diesen Casino Las Vegas Flair aus, weil bei anderen Autoren würde ich sagen, wer weiß, wie das wird, aber bei ihr, da weiß ich, dass das sicher ganz, ganz realistisch und toll umgesetzt wird, dass das Spaß machen wird zum Lesen und es wird wie immer ihre Bücher in die Tiefe gehen, mit ernsten Themen, mit mehreren verschiedenen Themen, es wird gefühlvoll und emotional und schnell zu lesen sein, dank ihrem tollen Schreibstil. Also ja, ich fand ja alle Bücher von ihr bisher toll, vor allem die letzten drei haben volle 5 Sterne bekommen. Ich war von jedem noch begeisterter. Also bei ihr ist von Buch zu Buch eine Steigerung da. Und ich bin gespannt, ob Bet on You wieder erneut einen draufsetzen wird. Von ihr kommt dann erst nächstes Jahr das nächste Buch raus. Leider, leider dieses Jahr nichts mehr. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, wenn ich das jetzt dann eben bald lese, jetzt hoffentlich im Juni, dass ich dann sehr lange keinen Nachschub mehr von ihr habe. Aber bei manchen Autoren ist es halt so, man kann ja nicht alle ewig aufschieben. Ne? Der Sub wächst ja auch. Also ja, ich freue mich drauf, deswegen ganz bewusst nochmal auf der Leseliste Juni und dass es sich dieses Mal hoffentlich ausgeht. Oh. Das ist sie, meine dicke, fette, lange Want-to-Read-Liste für den Juni 2022. Und ein Buch fehlt ja sogar noch drauf, die Dunbridge Akademie Band 2. Das müsst ihr euch oben drauf noch vorstellen. Ja, eins interessanter und toller als das andere. Ich weiß gar nicht, zu welchem soll ich als erstes greifen. Das wird dann wieder so eine spontane Kiste werden, wie immer bei mir bei der Leseliste, wenn ich mir das nächste Buch, was ich als nächstes lese, aussuche. Dafür ist die Liste ja auch absichtlich größer bei mir. Damit ich dann während dem Monat noch eine Auswahl, eine kleinere Subauswahl habe, wo ja, ich dann nicht zu anderen Büchern greife. Ja, ich würde am liebsten jedes davon schaffen. Ja, also ich wäre bei jedem traurig, wenn es überbleibt. Ich weiß natürlich, einige werden überbleiben, so die Hälfte davon oder so, aber ja, ich würde am liebsten wirklich alle im Juni schaffen. Und das war's schon wieder, ihr Lieben. Das war meine Leseliste für den Juni. Und ja, jetzt bin ich natürlich mega gespannt. Habt ihr schon eins oder mehrere dieser Bücher
selber schon gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Oder habt ihr vielleicht auch einige der Bücher selber am Sub oder auf eurer Leseliste? Macht ihr euch Leselisten? Wenn ja, wie stellt ihr die zusammen? Wie viele Bücher sind da drauf? Alles zum Thema Want to Read und Leseliste unten in die Kommentare vom Video rein. Ich finde das immer so interessant und spannend, wie andere so die Leselisten zusammenstellen. Es gibt ja so viele verschiedene Methoden und Möglichkeiten. Und ich finde, das Listen erstellen macht auch immer Spaß. Und ja, ich gehe dann immer viel motivierter in den neuen Monat rein, dass ich sage, ja, viele der Bücher auf der Liste will ich dann auch lesen. Also mir bringt das auch motivationstechnisch was. Andere engen Leselisten ja wieder ein. Also das ist ja wirklich total unterschiedlich. Also ja, alles zu den Büchern und alles zum Thema Leseliste gerne in die Kommentare. Ich freue mich wie immer auf Austausch mit euch, ihr Lieben. Ich danke euch sehr fürs Zusehen bei diesem Video und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Würde mich mega drüber freuen. Bis dann. Tschüssi!